Ey ho, neues Video. Wie nennt man das heute? Der improvisierte Burger. Ja, ganz genau. In den Vorbereitungen, ja, sagen wir mal, etwas geschlafen, auch mit dem Einkauf. Deswegen eben improvisiert. Aber ich denke mal, das Ding wird mega geil. Und wenn er das wird, dann habt ihr schon das Vorschaubild gesehen. Aber jetzt gehen wir darüber und schauen uns mal die Zutaten an, die ich ja so jetzt einmal ganz pauschal zusammengestellt habe. Ich habe hier Brioche Buns eingekauft. Dann haben wir, mei, wo fangen wir jetzt an? Ja gut, mit den Buns. Dann habe ich ja noch die restlichen Cashewkerne. Die werden heute auch mit verarbeitet. Salz, Muskatnuss und heute nehmen wir mal einen Pariser Pfeffer. Das ist so eine Pfeffermischung. Dann haben wir eine Zwiebel, ein paar Kartoffeln, ein Ei, eine Tomate, Mozzarella, Black Angus Hackfleisch, Worcestersauce, eine Barbecue Sauce Cherry, die kommt am Schluss mit drauf. Dann haben wir hier noch Parmesankäse angeriebenen und einen Eisbergsalat. Ja, das ist im Moment alles, was wir haben. Und ich würde mal sagen, ich lege los, indem ich jetzt die Kartoffeln schäle und dann dementsprechend klein reibe und die Cashewkerne klein mahle. Tja, vielleicht kann sich der eine oder andere jetzt schon denken, was ich damit vorhabe, aber das seht ihr dann in der nächsten Szene, wenn ich das soweit vorbereitet habe. Kurzer Zwischenstand, Kartoffeln geschält. Salat habe ich jetzt schon die zwei Blätter weggemacht. Seite stellen. Von der Zwiebel habe ich mal drei Scheiben rausgeschnitten. Die habe ich leicht meliert. Auch schon wegstellen. Ja, dann unsere Cashewkerne. Die werden kurz klein gemahlen, ein bisschen. Geht ruckzuck. Die sind ja sehr weich. Das reicht dann schon, bevor es jetzt weitergeht. Und zwar hiermit ziehen wir bloß schnell Handschuhe an. So. Dann werden wir uns hier schnell unsere Kartoffeln klein reiben. So, dann haben wir die Kartoffeln soweit gerubbelt. Oh, Handy, halt die Klappe. Und dann werden wir jetzt die ganze Masse noch schön versuchen auszudrücken. Also am besten aber mit zwei Händen. Das mache ich jetzt drüben über ein Waschbecken. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder, wie es weitergeht. Eventuell noch mit einer größeren Schüssel. So Leute, ich habe mich jetzt doch für den Handtuchtrick entschieden. Frisches Handtuch, Kartoffeln rein und auswinden. Es ging wesentlich einfacher. Also für das Vorhaben eigentlich schon zu viel Kartoffeln. Wir hätten drei Stück von denen wahrscheinlich locker ausgereicht. Aber egal. Ja, dann können wir hier unsere Cashewkerne mit reintun. So. Was von dem Parmesan. Komm, einer geht noch. Muskatnuss darf da gar nicht dran fehlen. Ordentliche Prise Salz. Und etwas von unserem Pfeffer. Und natürlich zu guter Letzt noch unser Ei. Wisst ihr jetzt, was ich mache? Richtig, Kartoffelpuffer Spezial.
Und wenn es nachher noch zu feucht ist, ja, dann nehmen wir vielleicht ein paar Semmelbrötelchen noch dazu. Erst einmal ordentlich durchkneten. Ja Leute, wirklich schauen, dass man das richtig gut vermengt, damit die Gewürze, die Cashewkerne überall drankommen, der Parmesan. Ich glaube, das können wir fast so lassen von der Konsistenz. Und dann formen wir uns solche Bällchen. Und die Bällchen nehmen wir dann nachher eben mit hinaus. So, drei Bällchen sind es geworden. Zwei hätten wir bloß gebraucht. Auch in Ordnung. Wer es jetzt noch spezieller als Spezial gewollt hätte, hätte hier jetzt noch gewürfelten Bacon mit reinhauen können. Dann wäre das fast schon eine komplette Mahlzeit. Mhm. Ja, dann bereite ich gleich einmal das Angus Hackfleisch zu. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt wird eigentlich fast schon gefrevelt, weil die Eulen sagen, Hackfleisch pur, reines Rinderhack pur drauf, auf die Platte. Ich tue das Ding jetzt noch ein bisschen würzen. Dazu nehme ich ein bisschen Boostersoße. Dann haue ich mein Salz auch gleich mit rein. Und wieder den Pariser Pfeffer. Und tue das ordentlich wieder durchkneten. Und tue dann damit zwei schöne Knödelchen formen. Die Knödelchen so fest wie möglich zusammenpressen. Keine Angst, es gibt keine Balls. Zweite noch. So. Nächster Part fertig. Was jetzt noch übrig bleibt für mich, ist noch der Mozzarella in Scheiben schneiden, die Tomate in Scheiben schneiden. Butter haben wir hier übrigens auch schon liegen, die geht auch mit raus. Ja. Und dann sehen wir uns auch schon draußen in der Grillkota. Ja, wieder ein Grillkota-Video. Es ist einfach schön da drin. Gut, Leute, wir sehen uns gleich draußen. Jetzt sollten wir wirklich alles da haben, was wir für den weiteren Verlauf brauchen. Außer die Teller. Da hinten liegt eine Grillplatte, die Griddle Blade von meinem Gasgrill. Speziell für den Grill kommt noch eine, die ist, ja, ich glaube im November oder Dezember erst lieferbar. Aber da kommt noch was. Aber halt! Halt! Das wichtigste Element fehlt hier noch. Bäm! Die Grillshow-Presse. Ja, richtig geiles Teil. Und da pressen wir dann unsere Burger und ja, eigentlich ist das ja auch schon fast ein Burger. Kein Veggie, so, nee, kein Veganer, sondern Veggie, weil es ist ja Ei drin. Naja, egal. Kann man sehen, wie man will. Es ist einfach eine zusätzliche Zwischenlage. Und ja, genau. Jetzt lassen wir die Kohlen erst anglühen. Und dann Platte drauf aufheizen. Und dann geht es natürlich gleich weiter. Tja Leute, diese Grillkota Videodreherei ist definitiv was anderes, als wie wir es alle, ich sage jetzt bewusst alle, ihr natürlich auch, ihr seid ja die Zuschauer, als wir das gewohnt sind. Wenn ihr Ideen, Tipps, Vorschläge habt, wie man das anders machen könnte oder, raus damit. Was ich nicht lesen möchte, ist wie, kauft ein externes Mikrofon. Nein, definitiv nicht. Hierin haben wir halt ein bisschen Hall. Das ist nun mal so. Aber ich werde mir bestimmt da an die Chemnet hier irgendwie an Sender hinklemmen und... Nee,
Also das auf gar keinen Fall. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ideen hättet, raus damit. Einfach raus damit. Auch was einen Videoschnitt betrifft, einfach raus mit den Ideen. So, aber jetzt lass mal die Kohlen fertig am Glühen. So, ja gut, ich glaube, die Platte ist warm genug. Was ich aber jetzt gerade bemerkt habe, der CO-Melder da oben, oder Kohlenmonoxid-Warner, der ist jetzt gerade gestiegen. Wahrscheinlich, weil die Grillfläche hier ziemlich abgedeckt ist und bloß hier außen das rauskommt und das geht wahrscheinlich im ganzen Raum. Aber, ach, boah, jetzt ging die Tür auf. Ja. Boah, jetzt hast du mich komplett rausgebracht, Schatz. Ruf mich an, wenn es fertig ist. Ja, ruf ich dich an, wenn es fertig ist. Ja, Schatz, hier hat drin noch was zu tun. Und ja, da waren wir stehen geblieben. Dass da eben dann nicht direkt alles in die Abzugshaube reingeht, sondern etwas nach außen geht. Gut, aber damit können wir jetzt leben. Ich habe hinten das Fenster aufgemacht, jetzt mache ich es noch ein bisschen weiter auf. Also komplett abgedeckte Grillfläche ist dann nicht unbedingt so empfehlenswert. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal unsere Butter und weiter geht's. Ja, ich glaube, die Platte ist schön warm. Definitiv. Und jetzt muss ich die Tür aufmachen, bevor uns das Ding jetzt die ganze Zeit nervt. So. Och komm, halt die Klappe da hinten. So schlimm ist es auch noch nicht. So. Außer ihr hört nichts mehr von mir, dann wisst ihr, woran das liegt. Und jeha! Oh, die Kartoffeldinger sind ganz schön feucht. Oh, komm her, du Feigling. Nicht auseinanderfallen. Da drauf. Den letzten machen wir auch noch gleich. Ist das Ding geil oder ist das Ding geil? Ich bin mega geil. Ja, wenn wir das schon verrutschen. Noch nicht wirklich. Weil die Zwiebeln sollen ja auch noch mit drauf. Kann das was werden? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Autsch! Heiß! Ah, die werden schon. Schauen wir mal die Kartoffelteile an. Also ich lasse jetzt erstmal ein paar Minütchen so vor sich hinbrutzeln. So Freunde, in der Zwischenzeit mal ein bisschen umgebaut, dass die Kartoffelteile auch noch ein bisschen in der Butter schwimmen. Hier kann man jetzt glaube ich auch umdrehen. Ja, ist das eine geile Kruste. Oder ist das eine geile Kruste? Also ich hätte gesagt, das ist eine geile Kruste. Jawohl.
drauf. Dann schmelzen wird der jetzt mit Sicherheit nicht. Das macht aber auch gar nichts. Ja, ich habe noch einen übrig. Der kommt dann auf die Kartoffelteile drauf. Ich verpasse den beiden Teilen mal kurz den Deckel. Mal gucken, ob sich da dann schneller was tut. Ja, fertig. Kartoffelteile sehen auch gut aus. Zwiebeln können wir runternehmen. Oh ja, das hat Wunder gewirkt. So, wo stelle ich jetzt das heiße Teil hin? Hilfe, 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 Hilfe. Dann können wir dann auch schon die Buns anrösten. Jo, da haben wir sogar beide Teller im Blickfeld. Nehme ich was von der Kirschglasur oder Kirschsoße. Schicken wir eigentlich genau so Barbecue-Soße auf Kirschbasis. Perfekt zum Dippen, Glasieren und Marinieren. Jeweils unten oben ein bisschen was. Hier ein Salatblatt unten. Ja. Ein bisschen grün muss auf dem Burger einfach sein. Wahrscheinlich wieder ein Ding der Unmöglichkeit, die Geräte zu essen. Aber das werden wir auch irgendwie noch schaffen. Schatz, ich leg da die Tomate einfach als Deko neben hin. Oh! Da ist die Zwiebel. Da ist die Zwiebel. Bitteschön. Danke. Ich weiß zwar nicht, wie man den jetzt essen soll. Eigentlich wollte ich einen kleinen machen, aber naja. Du kriegst noch eine Tomate. Warum haben wir gelbe Tomaten statt rote? Die sind aus dem eigenen Garten. Jo Leute. Das ist der improvisierte Burger. Moment, ich zeige euch nochmal ganz genau, Schatz, der Burger fällt um. Ich glaube, den muss man sowieso zerlegt essen. So können den ja keine nicht essen. Ja, dafür haben wir Messer und Gabel hier. Jetzt ist mein Hager auch umgefallen. Oh, verdammte Axt.
paar Spieße wären jetzt auch gut gewesen, um den zusammenzuhalten. Moment, ich setze ihn nochmal schnell zusammen. Aua. Um ihn euch nochmal zu präsentieren. Tja Leute, das ist der improvisierte Burger. Also ich würde mal sagen, ein Hammerteil, wenn er auch unmöglich ist, so zu essen. Das ist ja egal. Wir lassen uns den jetzt trotzdem schmecken. Notiert, da ist kalt recht. Jo, ich hab die Fenster offen, mein Schatz. So, jetzt muss ich bloß noch gucken, wie ich das mit dem Probiererle mache. Vorher entsorge ich noch schnell die Platte hier, damit man eben, ja, damit der Rauch ordentlich abzieht und nicht wieder piep, piep, piep macht. Ich glaube, das wird in der Grillkotter zur Gewohnheit, dass ich beim Probiererle die Cam nicht anschalte. Ich quassel mir schon wieder den Mund fasrig, aber dieses Mal fast rechtzeitig bemerkt. Gut, Black Angus mit ein bisschen Mozzarella, innen noch leicht rosa. So. Ein bisschen was von dem Kartoffelpufferchen. Der schmeckt gut. Ja. Oh, sieht das geil aus. Ich hole euch nochmal da runter. Also ein gemischtes Hack hätte ich jetzt darauf verzichtet. Aber dadurch, dass das reines Rinderhack ist, Black Angus, wir wissen, wo es herkommt. Ach, geil. Geil, geil, geil. So muss das aussehen. Ja, und den verspeise ich jetzt. Bis nachher zum Fazit. Puh, Fazit. Ich bin nach dem halben Burger platt. Unglaublich, das Ding stopft ohne Ende, aber richtig verdammt lecker. Oh, werde ich dann wohl später oder morgen aufessen. Ja, Fazit meines Erachtens nach, die ganzen Zutaten so, hat sehr gut wieder zusammengepasst. Geschmacklich der Kartoffelpuffer. Sehr gut, Entschuldigung, mit der Zwiebel leicht meliert, wunderbar, funktioniert hervorragend. Die große Grillplatte werde ich nicht mehr hierherin verwenden. Wie gesagt, da geben wir die Gase zu sehr in die Grillkotter rein und ziehen nicht nach oben ab. War heute wieder mal ein Test. Ja, man muss alles erst kennenlernen. Das Black Angus Burger Patty, verdammt geil. Die Kirschsoße, die schmeckt mal richtig, richtig kirschig auf dem Burger. Aber jetzt hat Schatzi noch was dazu zu sagen. Die hat ein Bäuerchen gemacht im Hintergrund. Naja, vielleicht liegt es auch an dem Mega Burger. Mir ist es ja jetzt auch zweimal aufgestoßen, ganz leicht. Naja, egal. Haben wir was zum Lachen gehabt. Schatzi, du hast noch eine Kleinigkeit zu bemängeln. Ja, jetzt heißt es wieder die Eule, die meckert ständig. Nein, das heißt gar nicht. Du bist ja meine Testperson. Also, im Großen und Ganzen war das sehr gut. Na, das sind doch schon mal mindestens 10 Daumen nach oben. Aber, jetzt kommt's. Der Kartoffelpuffer war etwas zu dick. Ja. Da hätte es die Hälfte auch getan. Okay. Und dann weiß ich ja, dass du ein faule Strümpfe bist, deswegen hast du das so grob gerieben. Ich hätte an der Kartoffelreibe die feine genommen, weil dann wäre das nämlich feiner gewesen. Und dann wären. Darf ich mich verteidigen? Nein. Und die Kartoffelpuffer wären schneller durchgerissen. Okay.
ich die Kartoffeln gerieben habe, hat sich Schatz nach draußen verdrückt. Ich wollte noch fragen, aber naja, ich habe mich dann für die große Seite entschieden. Aber geklappt hat es ja trotzdem. Ja, und dass die Dinger so dick sind, dafür schieben wir jetzt einfach mal Johnny die Schuld in die Schuhe. Ja, man muss eben auch die neue Presse erst kennenlernen. Ja, 250 Gramm jetzt auch für die Burger Patties werde ich da mit Sicherheit nicht mehr reintun. Sonst werden die Dinger echt so dick und es ist einfach zu viel. Ja, nächstes Mal probieren wir es einfach mit der Hälfte. Da machen wir so 120, 125 Gramm Patties. Und dann gucken wir doch mal, wie es dann wird. Also dann dürften sie auch dünner werden. Learning by doing. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie ich es ja schon gesagt hatte, die Grillkrota Videos sind ein bisschen anders. Die Cam steht nebendran, läuft im Prinzip die ganze Zeit mit. Und ihr kriegt wirklich von A bis Z die Grillerei mit. Auch wenn ich es dann schnell vorlaufen lasse, aber ich würde mal sagen, zu 90% ist dann alles mit drin. Ich hoffe, das gefällt so, das Format, das neue. Ansonsten macht es einfach Vorschläge, wie man es anders machen könnte. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs freundliche Zusehen. Da kamen nämlich auch einmal Fragen, warum der nicht mehr kommt. Ganz einfach, die letzten Termine, wo wir hätten vereinbart, jedes Mal entweder bei ihm oder bei mir was dazwischen gekommen, aber McDutch wird wiederkommen. Da freue ich mich schon drauf. Wir könnten noch eine Gruselgestalt für Halloween brauchen, Schatz. Sollen wir ihn einladen? Ja, nein, vielleicht? Das diskutieren wir jetzt nicht. Okay. Ja, nee, weil für Halloween ist leider schon was anderes geplant. Und ja, so ist es halt. Aber McDutchy wird auf alle Fälle wiederkommen. Da braucht ihr gar keine Angst haben. Und auch nicht nachfragen, sobald ein Termin passt, kriegen wir das hin. Und ansonsten, Daumen nach oben, wenn es geht, 2 Daumen. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ob das was draußen ist oder wieder schön gemütlich in der Grillkrota, was ich eher vermute. Wir werden sehen. Also dann, hasta la vista und tschüss.